Moin, moin und damit allerherzlichste Willkommensgrüße zurück zu einer weiteren Aufnahme des Let's Plays Pokémon Gold 97. Tja, das ist schon die 11. Aufnahme dieses Let's Plays hier und im Übrigen die erste Aufnahme, die ich in dem Jahr 2023 hier tätige. Und naja, die 10. Aufnahme ist vom 25. Mai 2022, also Ende Juli. Naja, da ist schon natürlich über ein Jahr, also ungefähr 14 Monate schon her, dass ich die letzte Aufnahme getätigt habe. Naja, ich sag mal so, es ist mir halt einiges in die Quere gekommen, sagen wir es mal so. Ich möchte jetzt nicht auf die Details eingehen. Jedenfalls, ich habe mal ein bisschen hochgegrindet, um bereit zu sein für die Pokémon-Liga. Schaut euch an, mein Sixpack-beladenes Strandkörper-Pokémon-Team hier. Hier haben wir ein Bafaru auf Level 50. Boah, was ein geiler Typ, ey, ne? Geil, kann ich ja nur sagen. Also, ich habe das Ding hier echt gut trainiert, muss ich sagen. Sieht echt geil aus. Hat auch 60, 90, 60 oder 90, 60, 90, wie auch immer man es sagt. Modelmaße, sieht man auch. Hier noch ein geiles Vögelchen hier. Piepvögelchen. Ein, Tauboss. Hat nicht so die hammergeilen Werte, aber immerhin. Geiler Körper, das müssen wir dem lassen. Ein Raitora. Oh yeah. Naja, ist auch ein geiler Special Attacker. Mit einem Special Attack von 110. Naja, immerhin. Hier ist noch ein sehr ästhetischer, bildhübscher Dynabür. Also Dynamite und Bir, ne, TNT und Dynamite, I Win the Fight von AC/DC und so weiter und so fort. Auch ein geiles Viech, muss man dem lassen. Und hier haben wir das Abracadabra, Simsala, Bim oder so ähnlich. Jedenfalls auch ein geiler Special Attacker mit 131 Special Attack. Und dann haben wir den super süßen, sexy kleinen VM Sklavin. Ne, ja, Waterfall, also Kaskade, Surfer und Whirlpool. Könnte ich eigentlich aus dem Team schmeißen, wenn ich wollte, aber ich lasse das Ding einfach mal drin. Jedenfalls, man sieht, ich habe ganze Arbeit geleistet, wenn es darum geht, dass das Gedingse, dass das Ding auch wirklich, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. So kann es manchmal gehen, kann ich dir nur sagen. Jedenfalls. Ich habe mir mal wirklich hochgegrindet. Ich habe mir von dem Safe Game übrigens noch ein Backup angelegt. Für den Fall der Fälle. Also nur so, ne, naja, immerhin. Jedenfalls, das ist die 11. Aufnahme des Let's Plays Pokémon Gold 97. So, jedenfalls, ne? Mit einem neuen Mikrofon am Start übrigens. Ich habe vorher mit einem Rode NT-USB aufgenommen. Jetzt nehme ich mit einem NT1A auf. Ist aber eine technische Sache. Jedenfalls. So, ich kaufe nochmal was. Mir ist nämlich nochmal, als ich eine Testaufnahme vorher gemacht habe. Also wirklich so eine anderthalb, zwei Minuten Testaufnahme, mir ist noch aufgefallen. Ich brauche Full Restore. Weil ich immer ein bisschen so testweise, weil ich was zum Bequatschen brauche. Hab mal ein bisschen hier noch geguckt, auch beim Hochgrinden noch ein bisschen. Hier habe ich noch so geile Items. Aether, Paralyseheiler, Drachen, Gedingse, Elixier. Rare Candy, ein Sonderbombenbäumchen, Gegengift, Full Restore. Das ist halt diese Top Genesis, davon habe ich hier zwei Stück. Special hier, Full Heal, Hyper Potion, HP Up. Ah, und dann ein Beleber. Beleber, also ne, Full Revive. Geiles Revival. Naja, jedenfalls, von dem Full Restore, da brauche ich noch ein paar Exemplare mehr. So, just for fun einfach mal. Gehe ich mal dahin, kauf mir von diesen Gedingsen hier, sagen wir mal, ach komm, 14 Stück. Geld habe ich ja genug. Ich habe zwar nicht so viel Geld, also Geld wie Heu, aber man kann ja mal, man hat ja mal. So, ne? Die Pokémon sind auch alle in einem super geilen, unglaublich guten Zustand, muss ich sagen. Also, das ist wirklich Mint Condition, würde man im Fachjargon sagen, also unter Sammlerkreisen, so Schallplatten, so, kennt man ja auch, ne? Diese Zustände, so Near Mint oder Very Mint, und hier sind sie wirklich Mint Condition.
Also in einen unfassbar topfrischen, geilen Zustand. So, auf jeden Fall. Wann sich das Wafuru entwickelt hat, ich weiß es nicht. Also diese Urufu-Mann, diese an erster Stelle, also der hier. Ich meine, der hat sich irgendwo Level 27 oder 28, glaube ich, entwickelt. Jedenfalls, ich habe wirklich sehr viel hochgegrindet, einfach um auf alle Fälle vorbereitet zu sein. Ich hoffe, das geht klar. Ich spiele das so, wie ich das halt für richtig halte. Muss hier nichts von halten, so bin ich halt. Jedenfalls. Jetzt geht es so richtig super geil an den Start. Also, was bleibt mir übrig als zu sagen, hey, 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 ab auf in die Topf 4. Ja, und das mache ich jetzt auch bei den finalen Spielen. Ich kenne nicht mal den Top 4 bei den finalen Spielen, da war ja so, da hatten wir ne, so Unlicht-Typen, da war noch dieser Koga und da war der Bruno, glaube ich, noch, ne, bei dir, also bei den offiziellen Releases, ne? Und wenn ich das richtig rausrecherchiert habe, tcrf.com und diese ganzen anderen Seiten, also der Kategorienfloor, das scheint die Top 4 im leicht veränderten Zustand zu sein, aber ansonsten, naja, also Zustand von der Besetzung meine ich ja. Naja, also ich habe mal ein bisschen recherchiert und ich habe mal geguckt, ich hoffe, das Team hier, die Zusammenstellung des Teams hier sollte einigermaßen stimmig sein, weil das mit dem Pony weg, ich weiß nicht. Ich habe einfach so einen VM-Sklaven so drin. Ich hoffe, das fällt mir nicht auf die Füße. Aber, sagen wir mal so, bei so einem Level hier, Level 50, 41, 50, 50, 48, bei einem beinahe 50er Levelschnitt, da sollte eigentlich mir nichts auf die Schnauze fallen. So, ich lege jetzt also mal los. Auf geht's! Willkommen zu der Nironliga. Gold. Erlaube mich, mir jetzt vorzustellen. Ich bin Will, also Willi oder so. Ich habe auf der ganzen Welt trainiert. Ja, um meine Psycho-Pokémon mächtig und stark zu machen. Und at last, und zuletzt, wurde ich angenommen für die Top 4. Yeah! Ich kann einfach nur besser werden. Losing is not an option. Verlieren ist für mich keine Option. Ja dann, zeig mal, was du drauf hast, mein lieber, super sexy, geiler Willi-Typ, Willi-Bald und so. Yo, also, Willi möchte kämpfen, dann zeig mal, was du drauf hast. Rein geht's ins Gemüse mit einem sogenannten XATU, also XATU. Und weißt du was? Du siehst so lecker aus, da möchte ich mal reinbeißen. Lass mich dich mal ein bisschen beißen, ob du schmeckst. Ham, ham, lecker, lecker. Geil, One-Shot. Muss ich mir merken. 1539, keine Ahnung, was in diesem Jahr passiert ist, aber egal. Jinx. Ach, weißt du was? Das Ding sieht auch so super lecker aus. Also, naja. Deswegen beißen. Crunch Branch. Oder so ähnlich. Ich sollte übrigens ein bisschen leiser reden. Nicht, dass das Mikro noch übersteuert. Aber es macht manchmal so viel Spaß. Naja, jedenfalls. Los geht's. 1261, auch geiles Jahr. Also nach Christus, nicht vor Christus. Dafür könnten wir... Deiner Bär, ich wollte schon Raitora. Nee, Deiner Bär. Da könnte ich aber den hier mal annehmen. Naja, brauche ein bisschen Unkrautvernichtungsmittel. Ein Unkraut verbrenne ich ja übrigens mit Feuer. Also, brutzel, brutzel, brutzel. Brumm, brumm, brumm. Yeah! Geile Strandpalme. Hat aber so eine fette Plauze. Schaut euch an. Drei Köpfe und eine Killerplauze. Hat nicht so einen geilen Strandkörper. Aber ist auch egal. Ist ja Sommer. 1953, auch geiles Jahr. Nach Christus übrigens. Slowbro, oh yeah. Slowbro, Slowbro. Soll ich jetzt Wafaru oder? Also. Ach, komm. Geil. Ich meine, ist auch Elektro-Typen. Ich habe noch Step drauf. Also Step. S-T-A-B. Ne? Also seinem Type Attack-Bonus. Und dann mache ich so coole Sachen wie zum Beispiel. Ein Donnerschock oder Donnerblitz mal drauf losjagen. Bam, bam, bam. Cool. Tut das nicht weh mit der Muschel da am Schwanz? Naja, sieht ein bisschen schmerzig aus. Naja, hässliches Piercing halt, ne?
hat das Ding oder so ähnlich. Und dann ein Hypnose-Typ da. Wir wissen, wer das ist. Nämlich, ich nehme erstmal den Bafaro, nämlich Hypno. Das ist ein Hypnosetherapeut. Wenn du mal also eine Hypnosetherapie brauchst, einfach nur zu. Ich beiße den Therapeuten übrigens, weil der lecker aussieht. Ham. Lecker Hypnofleisch zum Frühstück. Ja, oh, naja, nicht ganz One-Shot, aber immerhin. Ach, mach doch, was du willst. Vielleicht mettert das, vielleicht mettert das auch nicht. Max Potion. Ah, komm. Ach, komm schon. Kann ein bisschen ekliger werden, aber ist auch egal. Yeah, hätte ich vorher mal gekrittet, hätte ich an AP sogar sparen können und wertvolle Sekunden meiner Lebenszeit. Aber egal. Ist halt gutes RNG jetzt. Also an dem Random Number Generator, RNG. Ich kann es nicht glauben. Weißt du, was Glauben ist? Unwissenheit. Glaube ist Unwissen. Weißt du bestimmt auch selbst. Yeah, 4.400 Euro Schmerzensgeld. Dafür, dass du mir nicht mal ein Kratzerchen verpasst hast. Geil. One shot, ne? Even though I was defeated. Selbst wenn ich wohl besiegt wurde, werde ich nicht meinen Kurs wechseln. Ich werde einfach weiter fortfahren zu kämpfen, bis ich über allen Trainern stehe. Nun Gott, schreite voran und erlebe die wahre Velocity, Power, die macht der, also die Stärke der Elite vor, also der Topf. Yeah! Und das ist wahrscheinlich der, von der zweiten Generation kennen wir, der Kogaboga. QL-O-Maten-QL, kann ich da nur sagen. Und wen nehmen wir da? Richtig, Abracadabra, Simsalabims, weil Psycho ist ja sehr stark gegen Gift. Und Koga ist ja ein Gifttrainer, der war ja mal in Kanto in der ersten Generation. Gift. Und was heißt das? Richtig, mit der Kraft einer Geisteskrankheit kann man Gift besiegen. Ich bin Koga, meine Top 4. Ich liebe in den Schatten ein Ninja. Komplexer Stil wird verwirren und zerstören. Konfusion, Schlaf, Gift. Bereite dich vor, ein Opfer meiner bösen Techniken zu sein. Yo! So lacht er immer. Pokémon, es ist not in meinem Blut, Force, es sind nicht über Ruhe Gewalt. So sollte es das früh genug sehen. Was hat der denn für eine Lache? Geil, ne? Kogaboga möchte kämpfen. Was heißt das? Richtig. Das heißt, er schickt so ein komisches Grinsenmasken Ariados. Und ich hole einen Zauberer raus. Also, zaubert mal schön. Und zwar mit, weißt du was? Psystrahl. Geisteskrankheit losgeschickt auf einen Ariados. Yay. Yeah. Ne, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das werde wahrscheinlich nicht der Kogel sein, auch ich nicht. So, ich werde wahrscheinlich lachen, aber ist auch egal. Bei Peter. Ah, Peter. Peter ist doch dieser, das kommt mir sogar bekannt vor. Irgendwas wie Blüte. Peter ist im Englischen Blüte. Also irgendwas wie Pflanze. Bei Peter irgendwie Zweiblatt, glaube ich. Ne? Also ich denke, also sicher, dann nehme ich mal lieber mal deiner Bier. So, ja, irgendwas dachte ich mir schon. Bei Petal, also Petal ist tatsächlich die Blüte auf Deutsch. Und was machen? Unkrautvernichtungsmittel einsetzen. Was ist eigentlich Kraut und was ist Unkraut? Du bist auch so eine geile Braut, die sich was traut. Geil! Sogar ein One-Shot. Super effektiv. Yeah. 1840, was ein geiles Jahr. Mukbang. Kennt ihr auf YouTube diese Mukbang-Videos? Ich auch nicht. Ja, so riesengroße Portionen, die man vor die Kamera stellt, wo man sich dann einfach voll frisst. Das ist Mukbang. Irgendwie sowas. Warum die Leute das machen, keine Ahnung. Fettsucht oder irgendwie sowas. So.
Geisteskrankheit auf ein Stück Schleim losgelassen. Also, von Mickey Mouse Heften, da kennt man auch immer manchmal diese als Extra. So als Beilage diese Schleimgedingse da. Wahrscheinlich so ein Mickey Mouse Extra. Minimize, Maximize, ist doch scheißegal. Also, wie klein kann das nur werden? Wisst ihr, woran mich die Zuletto da erinnert? An ein Parasek. Sieht aus wie so ein zu klein geratenes, schwarz gemaltes Parasek. Ein bisschen so, so was pilzförmiges. Also diese komprimierte Sprite. Naja, egal. Venomoth. Venomoth. Ach, das ist doch Moth. Also Moth ist doch... Ja, irgendwas mit Motte. Na, also... Ja, also... Warte, warte, wir ballern mal einen Psystrahl los. Das heißt, so viel wie... auf die Motte machen und sie auslachen. QL! Motte bekämpft mit Mottenkugeln. Bestehen aus Psystrahlen. Robot. Ach komm. Ist doch eine coole Sache. Wir machen den hier. Doppelteam. Selbst wenn es eklig wird, ich mache weiter. Oh, hat sogar gemettert. Also diese Doppelteam. Tötet das Gedingse. Krobat. Yo, yo, yeah. Getötet. 2010. Auch ein blödes Jahr. Nach Christus. Kuga wurde getötet. Ein bisschen was, wie das, wo ich gesagt habe, wer zuletzt lacht, ach, am besten. Aber das mache ich gleich. Ah, du hast deine erst bewertet. Wir wissen, dass du es wert bist. 4.600 Euro Schmerzen gekommen. So, das war's. A substitute to everything I could muster. Jo, würde ich auch sagen. Whatever mein Aufwand fehlt, Efforts fehlt. I must hone my skills. Go on, the next one. Schreite vor in den nächsten Raum und teste deine Fähigkeiten hier. Ne, und so, ja, also deine Ability. So, also, wen haben wir als nächstes? Ah, das kommt mir bekannt vor. Nämlich Bruno Mars. Und der kommt auch vom Mars. Wisst ihr was? Der Lars, ne? Der Lars vom Mars. Der Lars kommt vom Mars. Und in Konstantinopel fährt der Konstantinopel. Oder so ähnlich. Wohl hier. Ich weiß es. Halber Potion. Alle guten Linie 3, aber ist mir egal. Was mache ich da? Abra, Kadabra, Simsela, Dimski. Yeah. Das heißt, ich gehe hier hin, quatsche das Ding an, weil ich ja ein Psycho-Pokémon vorne habe. Das ist auch eine sehr coole Sache übrigens. Level 48. Kann sich sehen lassen. Ich könnte auch das Vögelchen, ist aber Level 41, eine kleine Idee zu riskant. Deswegen quatsche ich einmal mit Abracadabra an. Ich bin Bruno von dem Top 4. Ich habe... I was always to the extreme, because I believe in our potential. Also, weil ich trainiere ein bisschen extrem, weil ich in unserem Potenzial glaube. Das ist how we became strong. Das ist halt, wie wir stark geworden sind. Kannst du unserer Macht, also unserer Kraft, widerstehen? Unserer Stärke? Ich sehe keine Furcht in dir. Du schaust entschlossen rein. Du blickst dir entschlossen rein. Perfekt für einen Kampf. Bereit, Gold? You will bow down. Du wirst dich niederbeugen, also verbeugen zu unserer überwältigenden Stärke. Würde ich sagen, wenn du wärst. Bin ich aber nicht. So, also. Bruno Mars möchte kämpfen. Capoeira. Hallöchen, Popöchen, mein sexy Gedingse. Uiuiui, das schreit nach einem Levelaufstieg, sehe ich das gerade am XP-Balken. Also am Kadabra. Hat nicht überlebt, schade, ne? Also das Capoeira-Gedingse. Also mit Kampfsport kommst du hier nicht weit mit meinen Psychokräften.
geiler Special Attacker. 134 lässt sich sehen. Onyx. Ja, Wavronix. Eisattacken wirken auch ganz gut. Gut, dass ich das Wafaru habe. Weil Stein und Eis, naja, ich weiß nicht. Ist auch nicht ganz dicht. Sollen wir mal, ein eisiger Wind kann dir nicht schaden. Lasse ich dir halt einen kalten Wind entgegen. Tot diese komische Steinschlange. Hitmon. Lee, das ist doch Kickli, ne? Das heißt, ich nehme mal das Vögelchen. Würde ich auch sagen. Hab aber keinen Bock dazu. Ich fliege mal, ja? QL. Zwegger. Halt voll Zweckmann. Boah, hast du Wellensittiche in den Augen oder was? Boah, die Taube ist echt blind. Tu dir doch selbst weh. Bam. Nein, immerhin hat es mir was gebracht. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. So, Haseform. Dass du mich nicht hast treffen lassen. Hitmonchan, Taki-chan. Ja, natürlich möchte ich das wechseln. Ich nehme für ein... Ein... Abidakadabida. Jo. Hat einfach Bock drauf. Ach komm, weiße Psystrahl. Machtpunsch. Bringt dir nicht viel. QL. Mit seinen Boxhandschuhen. Willst sogar überleben. Machtpunsch, ja mach mal. Mach einfach. Hau mir einfach einen rein. Oh, QL-Homaten-QL. Nicht ganz One-Shot, aber immerhin. Nö. Das ist doch... Der da! Yeah! Spüre die Kraft meiner Geisteskrankheit, die sich Psychic nennt. Denn ich bin Abracadabra Simsalabim. Nö, natürlich nicht, aber ist auch egal. Ist auch nicht ganz dicht. Bam! Voll Psychomann. 1860, was mag in dem Jahr passiert gewesen sein? Bruno Mars wurde getötet und besiegt. Boah, wie konnte ich verlieren? Naja, weil du ein Nichtskönner bist. 4500 Euro Schmerzgeld, danke dafür, brauche ich auf jeden Fall. Was ist los? Ich habe verloren. I have no right to say anything. Ich habe kein Recht, irgendwas zu sagen. Go face your next one. Ja, trete deine nächsten Herausforderungen entgegen. Würde ich auch sagen. Hab aber keinen Bock dazu.